Serienfahrzeuge zu guten Rennautos zu machen, ist eine große Herausforderung für die Technik. Damit gegen andere Marken in den Wettkampf zu treten, ein Abenteuer. Mit dem D1 ADAC Tourenwagen Cup hat sich eine international attraktive Rennserie nun auch in Deutschland voll etabliert. Hier wird demonstriert, wie sich mit überschaubaren Kosten hochwertiger Motorsport auf der Basis der 2-Liter-Klasse betreiben lässt. Eine zukunftsgerechte Formel des Rennsports. Auf 8 Rennstrecken werden 5 gleichgesinnte Automobilmarken gegen die Zeit, um den Tagessieg und den Gesamtsieg der Serie kämpfen. Der Asphalt, die Luft, das Wetter, sie sind von Ort zu Ort verschieden. Hier sind es vielleicht die Geraden, dort vielleicht die Kurven, die dem einen besser liegen, dem anderen schlechter. Immer aber wird ein Faktor, den weder die Technik noch der Fahrer mit seinem Können beeinflussen kann, die letzte Entscheidung treffen. Das Glück. Die Rennwochenenden sind ein immer wiederkehrendes Zeremoniell. Nur ausgerichtet darauf, am Sonntag beim Start dort zu stehen, wo kein anderes Auto die Sicht verstellt. Nur 2x20 Minuten haben sie Zeit, die Fahrer und die Techniker, die Sache auf den Punkt zu bringen. Jedes Wort hat einen Handgriff zur Folge. Nicht jeder Handgriff eine bessere Zeit. Die Stimmung ist rau, angespannt. Keine Sekunde wird verschwendet. Bei aller Hektik, aller Unruhe, bei allem Lärm ist die Atmosphäre aber auch von etwas ganz anderem geprägt. Dem tiefen Verständnis untereinander, ohne dass die Suche nach dem Optimum nicht funktionieren würde. Zu alledem kommt ein inniges Vertrauen der Menschen, die mit und füreinander arbeiten. Es ist die Kunst, Freude und Leid miteinander zu teilen, die das, was man Harmonie nennt, in ein Team bringt. Zeit der Muße nach der Jagd auf Hundertstel. Die Seele baumeln lassen, entspannen oder ganz einfach für die Fans da sein. So schöpfen sie alle Kraft für den Höhepunkt, das Rennen. Zwei Geraden, zwei Kurven und eine Schikane scheinen leicht zu beherrschen zu sein.
Doch der Eindruck täuscht. Nicht für jeden war Berlin eine Reise wert. Der Nachwuchs tritt an. Patrick Bernhardt steht auf der Pole Position, kann aber leider diesem Druck noch nicht ganz standhalten. Dennoch, Wunstorf ist wieder ein voller Erfolg. In Solder wachsen der Konkurrenzflügel. So beschwingt gelingt ihr der erste Sieg in einem packenden Rennen. Gelungene Revanche in Sandford. Nicht die Flügel, nicht die Technik, sondern die Reifen entscheiden das Rennen. In Zeltweg beginnt eine Durststrecke. Auto und Rennstrecke, wenn sie nicht zusammenpassen, sind Fahrer und Techniker machtlos. 2000 rotbemützte Fans und sich unaufhaltsam aneinanderreihendes Pech auf dem Salzburgring. Der Tiefpunkt, der zu jeder Saison gehört. Spa, der vorletzte Saisonlauf. An der Spitze der Meisterschaft ist es eng geworden. Aber das macht ein Rennen umso spannungsgeladener. Frank Bieler verliert in Spa erstmals die Meisterschaftsführung an Johnny Cecotto. Dramatik beim Finale. Nur ein einziger Punkt trennt Bieler von Cecotto. Johnny Cecotto hat das Quäntchen Glück mehr, das einen Wettkampf immer dann entscheidet, wenn zwei ebenbürtige Gegner gegeneinander antreten. Der Audi, unser Renner, liegt also voll im Trend des modernen, abgespeckten und seriennahen Motorsports mit enger Bindung zum Publikum und zur Öffentlichkeit an den TV-Schirmen. Wir kommen wieder mit Audi-Kampfgeist und Vorsprung durch Technik. Das ist eigentlich eine unserer Stärken bei Audi immer, dass nicht jeder für sich, sondern wir fahren alle für Audi. Die deutsche Symphonie für Vierzylinder hat aber noch ein wunderschönes italienisches Nachspiel. Am Ende einer vollen Saison auf den traditionsreichen italienischen Rennkursen wird das Finale im klassischen Herzland Italiens, der Toskana, zelebriert. Dem äußeren Rahmen entspricht auch die Stimmungslage des Audi-Teams. Die Fahrermeisterschaft wurde bereits vorzeitig für Emanuele Pirro entschieden. Hier in Mugello kann es nur noch um zusätzliche Kirschen auf der Torte gehen. Und um die Markenmeisterschaft gegen die Top-Teams von Peugeot, Alfa Romeo und BMW. So viel Regen wäre zwar keineswegs nötig gewesen, um die edelsten Quattro-Tugenden zum Glänzen zu bringen. Aber tüchtige Sportsleute nutzen eben auch die Gunst der Stunde. So fahren die Audi auf und davon. Dreifach Sieg durch Capello, Pirro und Bieler. Zum Fahrermeistertitel kommt damit auch noch der Pokal der Konstrukteure ins Gepäck.
unserer italienischen Reise. So sagen wir mille grazie für die tolle Show. Come prima als Motto des Jahres. Ciao, bis zur nächsten Saison. Und alle guten Dinge sind Quattro.